Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Kennen Sie das im Fernsehen? So, jetzt setz dich hin, wir wollen anfangen. Guten Morgen aus Köln, Leute. Izzy kommt gleich vorbei, der holt mich ab und dann machen wir einen kleinen Roadtrip Richtung Hamburg. Denn wir sind eingeladen worden von Kai Flaumann, seine Show Wer weiß denn sowas? Ich glaube, es wird sehr, sehr lustig mit Izzy. Wir werden keine Frage beantworten, wir werden einfach nur ramble die ganze Zeit. Aber jetzt machen wir erstmal los. Hamburg begrüßt uns mit super Wetter, Leute. Schaut euch mal an und schönen guten Tag, Double Z. Hallo, hallo. Wir müssen jetzt erstmal einen Corona-Test hier machen, aber. Wir müssen nämlich zu diesem Mann, der da oben ist, ja? Zu diesen Männern. Zu diesen Männern eigentlich, stimmt. Zu Kai Flaume, zu Ilten und zu Bernhard. Izzy, warte, komm mal kurz. Ich hab was gefunden, das müssen wir uns angucken. Oha, wie geil. Izzy, so ein Auto möchte ich mal haben. Alter, wie cool ist das denn? Bietest du dann so Köln-YouTube-Touren an? Sagt den Leuten, hier war übrigens das UFO, da oben hat mal Izzy gewohnt, da habe ich gewohnt. Guckt euch das mal an, wie cool. Das ist ein Auto aus der DDR und hier steht auch noch drauf von der Grenztruppe. Es ist eigentlich nicht cool, also das ist eigentlich die Leute, die geschossen haben auf die Flüchtlinge, ne? Hast du die ganzen Accessoires schon gezeigt? Oha, das freiwillige Heer der Grenztruppe. Mit der DDR-Flagge da noch drin. Das ist auch noch mal ein kleiner, das ist ein kleiner Soldat. Das ist jetzt eine Art Cabrio, aber ich habe noch nie einen Trabi gesehen, der so aussieht. Das kannst du wegmachen, das kannst du hier abmachen wie so ein Boot und dann klappt das ganze Ding. Guck mal, das ist der Türgriff. Ich sehe uns in dem Auto im Roadtrip. Durch die DDR? Einmal durch die DDR, einmal DDR-Roadtrip, oder? Bisschen böse Geschichte von dem Auto, aber das Auto an sich ist schon echt cool. Und das alles direkt hier Studio Hamburg. Hier werden halt verschiedene Sachen produziert. Zum Beispiel eben, wer weiß denn sowas? Oder das Auto seht ihr bald bei Felix Pferd. Oh, das wäre cool. Ja. Denn ich das mal fahren, das wäre sehr cool. Würde ich gerne machen. Aber. Warst du schon mal bei irgendeiner Fernsehshow so, oder so einer Quizshow? Zu Gast, ja. Aber selbst auch? Aber nicht mit da drin, also ich habe mir die angeguckt. Aber ein bisschen nervös? Ja klar, ist halt was Neues, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, die sind auch alle richtig sympathisch, habe ich so den Eindruck. Ja, doch. Jede Produktion, die ich bisher jemals gemacht habe mit Kai Flaume, alles Top-Leute immer gewesen. Deswegen. Bester Mann im deutschen Fernsehen. Oh, dickes Lob. Ist so, ist nur den Eingang müssen wir jetzt finden. Kameras. Das sieht nach Corona-Test aus da hinten. Stopp, da müssen wir hin. Oh, wir müssen einen Test machen. Das ist bei mir genau richtig. Ich bin Markus, irgendein Corona-Tester. Dann könnt ihr gerne mit mir mitkommen, fangen den Mund an und dann geht dann in die Nase. Dankeschön. Danke dir. Also das war gerade sehr tief, aber auch sehr nett immerhin. Du findest das schön, ne? Danke. Sehr tapfer. Dankeschön. Guck mal, ist ja eine eigene Garderobe hier. Mmh, endlich. Oh, es gibt Currywurst hier. So. Durchatmen. Test war negativ, Leute, und es war ja ein Profitest, wie er gesagt hat. Extra Pralinen hier mit Wer weiß denn sowas Logo drauf. Die wollen einen benommen machen, ich glaube, das ist Alkohol drin. Damit es gleich lustiger wird, wenn an den Fernsehen ja, mit Champagner ist drin oder so. Wollen mich blamieren im Fernsehen. Von meiner Oma. Guck deine Oma. Ja, natürlich. Weißt du nicht mehr, als meine Oma ins UFO gekommen ist und dich gesehen hat? Er hat gesagt, ich kenne dich aus dem Fernsehen, ich habe dich beim Kai Flaume gesehen. Und das kann sie bald dann von mir auch behaupten. Ja. Ja, wir sind bereit. Oh Mann. Ja, hereinspaziert. Wer ist das denn? Oh Kai, ich bin noch gerade in der Maske. Alles klar? Ja. Ich habe gehört, gerade eben waren hier Pietro Lombardi und Sarah. Und Sarah. Die haben sich wieder vereint hier bei dir praktisch. Wo die Liebe zählt. Ja. Guten Abend, herzlich willkommen. Das ist nicht wieder normale Frisur, weißt du das? Oha, wurde ich gerade gedisst hier. Aber ich will nichts sagen, ich hatte auch mal Dauerwelle. Hattest du? Wie sah das aus? Das ist ja schon fast ein Afro. Die Älteren unter deinen Zuschauern werden sich erinnern, das haben auch ganz viele Fußballer in der Zeit gehabt. Ja, das kann sein. Ja, das war ganz so schlimm war es bei mir nicht, wobei bei mir war auch schlimm. Aber nur kurz, es ist ja ist wieder normal. Hätte doch ein gutes TikTok machen können, ne? Oh, nicht nochmal. Komm, heute eins noch. Oh, ja! Ja, ich bin für noch ein TikTok. Auf die Musik von Wer weiß denn so. Okay, und tschüss. Danke sehr. Oh, neidisch? Schick hier. Danke. Du siehst ganz anders aus jetzt hier, nachdem du in der Maske warst. Toll, ne? Ein komplett neuer Mensch. Dankeschön. Da ist Revi. Oh Gott, einmal durchstreichen. Wir gehen ganz weit weg von Revi hier. Warte mal. Perfekt, schön. Das Double Z. Anzüge günstig abzugeben. Anzüge im Angebot. Ich höre irgendwie, dass ich Guten Tag. Hallo. Ich brauche was Schönes zum Anziehen. Ja, das könnte gehen. Ich habe da was über, das mir nicht mehr passt. Das ist das heilige Lager eigentlich von Kai. Mit wie viele Anzüge hast du hier? Ich habe noch nie gezählt. 2, 4, 18, 20.
würde sagen, wahrscheinlich sind es fast 80 oder so. 80 Anzüge. Ja. Das ist der Wahnsinn. Aber wie viele, wer weiß, in sowas Sendungen machst du auch hier? 150 im Jahr. Wenn du 3 Sendungen am Tag machst, ziehst du dich auch immer um. Ne? Ist immer genau. Was Neues, hey, dann wieder an. Aber jetzt hat der Kai angefangen zu trainieren, weil er wollte breiter als Revi werden. Jetzt habe ich 7 Kilo zugenommen. Und jetzt passt mir nicht mehr einer dieser Anzüge. Alle diese Anzüge, alle, kannst du passen dir nicht mehr. Aber ich bin immer noch schön schmal. Wenn du willst, darfst du was aussuchen, was ich heute in der Sendung anziehe. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Was suchst du jetzt aus? Oh, komm. Aber das können wir ja zumindest mal probieren, ob das überhaupt passt. Ah ja, ist das Modell Nummer 1? Man muss natürlich wissen. Und du hast kürzere Arme als ich, oder? Bisschen. Weißt du, wie viele Jackets ich besitze insgesamt? Keins. Kein einziges, ja, richtig. Echt? Ich habe kein einziges. Ich hab eins. Die Anzüge sind ja quasi alle für mich maßgefertigt worden. So, pass auf. Jetzt seht ihr ja, wie das bei Felix sitzt, der Sakko. Ne? Zieh mal aus. Das hat mir ja mal gepasst noch vor kurzem. Also vor 3 Monaten. Ah. Ja, noch die Geräusche dazu auch noch. So, hörst du mal zu? Nein. Also, das ist nur der Unterschied, weil es hier breiter als geworden ist. So siehst du aber richtig muskulös aus, wie in so einem so Asterix und Obelix mäßig. Ich habe meinen Konfirmationsanzug gehabt. Also du darfst dir das jetzt aussuchen, es muss nicht der sein. Also wenn es was Schickes ist, also den finde ich zum Beispiel, der zwar immer einer meiner Lieblingsanzüge, das ist quasi ja wie ein Jeansanzug. Aha. Da würde ich tatsächlich ein weißes Hemd zu anziehen, passt dir auch 100%. Mhm. Und dazu... Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben noch keine Krawatte angehabt. Das heißt, du kannst die auch nicht binden. Nee, niemals. Eine Strickkrawatte. Wirst du sehen, hier in Verbindung mit diesem Anzug und dem weißen Hemd. Felix, ganz ungewohnt. Ja, sehr ungewohnt. Ich weiß nicht mal, was das ist. Sind das so Tücher, die du dir einsteckst? Hast nicht ganz so viele wie Marc Gebauer, glaube ich, aber schon da dran. Ja, dann geh die mal umziehen. So. Wer ist denn da? So. Ah ja. Okay, es ist sehr ungewohnt. Ich krieg sogar noch Socken und Schuhe, ja, damit das alles passt. Das ist so ungewohnt. Guck mal, man lehnt sich so vor und dann flattert hier sowas rum. Auch wenn man steht, ganz wichtig, immer zu machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man steht und das Sakko offen hat. Aber man, wenn ich jetzt gleich sitze in der Show, dann muss ich das aufmachen? Machst du das Sakko offen? Gott, das ist so viel, an das man denken muss. Guck mal, das ist schon besser, wenn man so chillig angezogen ist hier. Kommt drauf an, dafür sehe ich aber auch nicht so gut aus wie du. Okay, dann schnell Schuhe. Ja, das fühlt sich so komisch an. Also, Maske wieder auf. Hier werdet ihr jetzt noch einmal verkabelt. Ja, sehr gut. Ich habe nochmal hier vom Chef selbst ordentlich gemacht. Das Schlimme ist so ein bisschen, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich begleite dich jetzt auf dem Weg zum Standesamt. Und Felix, hast du es dir gut überlegt? Ja, aber guck mal hier. Leute, das ist der ganz heiße Shit hier. Ich habe keine Ahnung, aber ich vertraue einfach mal Kai. Weil das letzte Mal, als ich Kai vertraute, als Kai gesagt hat, doch, da komm, das machen wir, da haben wir einen TikTok gemacht. Das war keine Frage. Da sind wir. Wer weiß denn sowas? Endlich auch mal ordentlich gekleidet. Das wäre heute eigentlich eine super Möglichkeit, dass wir mal wieder einen TikTok zusammen machen. Nein. Und ich weiß auch welches Lied von Justin Timberlake. Suit and Tie. Oh. Oh. Hä? Das ist so eine Übung wert, oder Leute? Das wollt ihr doch sehen. Oh nein. Komm. Mach mit. Oh nein. Komm, Felix. Sie kann das. Nein, sie hat ja keinen Anzug an. Du, heute müssen Sie seriös sein. Ich bin auch heute endlich mal seriös, Kai. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen sollte, Leute, hier Kai Sachen angezogen zu haben. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der Felix jetzt die Sendung übernimmt. So, Kai, dein Platz übrigens hier. Also Eltern, die sind in einem Team. Das gegen Izzy und Bernhard da drüben. Das heißt, ich kann mich heute zurücklehnen. Natürlich, wie immer. Ja. So, jetzt setz dich hin, wir wollen anfangen. Also, so sieht es hier aus, hier kommen die Fragen. Aber ihr kommt jetzt weg, wir nehmen die Sendung auf. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Später. Ich hätte ihn als Joker genommen normalerweise. Ja. Und jetzt wäre er mein Gegner. Ergebnis würden wir aber noch nicht verraten, ne? Nee. Wie das ganze Ding ja ausgegangen ist. Aber ich sag mal so, egal wie die Sendung heute ausgegangen ist, ne, du hast ja heute sowieso gewonnen. Ich habe sowieso abgesahnt. Ja, ich krieg nämlich nicht nur einen Anzug, sondern... Von mir aus noch 2 weitere, für alle Gelegenheiten. Kannst auch noch ein Smoking, ich habe noch ganz viel Smoking zu Hause. Dann muss ich auch noch zu Hause bei dir vorbeischauen. Ich bin halt leider zu klein, was soll ich sagen? Da passt ich leider nichts dabei. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Du hast wieder deinen Spaß hier. Yeah. Du wirst noch an mich denken, wenn du irgendwann die 20 wieder Uhr Nachrichten liest. Die Frage ist ja noch zu klären, also was wird die Familie dazu sagen, was wird Lisa dazu sagen? Zu dem Outfit? Ja. Stark, oder? Ja, ganz stark. Ist stark, kann man nicht anders sagen.
Also ich fühle mich immer noch sehr komisch da drin und ich denke die ganze Zeit, irgendwas ist bestimmt jetzt hier falsch, aber... Also hier musst du mal ein bisschen gucken, ne? das muss dann sitzen. Aber ich wirklich, das ist wie, muss man wirklich sagen, als hättest du das mit einem wie für dich gemacht Kredit gekauft. Sehen wir den alten Felix denn überhaupt nochmal oder bleibt das der jetzt alte so? Felix ist Geschichte. Vorbei. Ist Geschichte. Was du nicht weißt, ist alles feuerfest, das ist mein neuer Rennanzug. Ja, das natürlich. Also Kai hat gesagt, ein klassisch schwarz und einen sommerlichen. Was so, Oma, das heißt? Bin ich dann häufiger so? Eigentlich nur noch, oder? Ja, ich denke auch. Ja. Ja, also mehr absahen kann man nicht, Leute. Ich habe Schuhe, ich habe drei Kleidersäcke. Ich habe Isi noch, der es mir trägt hier. Ja, läuft bei dir, Felix. Du bist auch noch gefahren. Oh, das auch noch. Sehr schön, Leute. Jetzt geht's also auf die Heimfahrt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen hier beim Vlog von Wer weiß denn sowas in Hamburg. Wir sind, was haben Sie gesagt, Juni, Mai irgendwann kommt unsere Folge. Ich sag dann nochmal auf Instagram Bescheid. Kann auch sein, dass es im September kommt, hat er gesagt. Man weiß es noch nicht so genau. Stimmt auch. Aber wir sagen auf jeden Fall Bescheid, dann wisst ihr es. Wir noch bei Isi vorbeischauen, hat auch erstmal wieder ein Video hochgeladen. Und ja, das ist spektakulär. Schaut da mal rein. Und ansonsten bis zum nächsten Vlog aus Köln. Mach's gut. Ciao, ciao. Die anderen Anzüge, die du nicht nimmst, kriegen Robert und Christoph Hartin. Ich einfach aus zwei Anzügen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Aus zwei Anzügen so, aber für den Bernhard kann man tatsächlich aus einem Anzug. Ja, zweimal vielleicht.